Ja, währenddessen tänzelt Kiaras immer noch um Jalan herum, verhöhnt ihn so ein bisschen. Ja, ich muss mal eine Frage stellen. Aufgrund der Tatsache, dass er hier irgendwie gezielt sticht, was ja ohne eine Spitze nicht geht, und ich im Grunde einen riesigen Eisenknüppel in der Hand habe, kämpfen wir eigentlich scharf? Nein, ihr kämpft nicht scharf. Ihr habt euch dementsprechend Turnierwaffen besorgt. Die sind entweder aus Holz, das heißt, der piekst dich mit einer Holzspitze, und meinetwegen ist das auch eine TP plus 3. Das interessiert mich jetzt nicht. Naja, also wie gesagt, entweder sind Holzwaffen oder ihr habt euch halt einen Überzug besorgt, also mit Watte. Ah, okay. Ja, gut. Ich wollte es nur gedings haben. Dann bin ich immer noch dran. Drei, Ja, komm, mach mal ab zwei. dafür. Kein Ding. Sorry, das war mit anderthalb Händen. Senkt mal den Waffenwert um zwei, aber das ist trotzdem noch geschafft. Ja, und ich bin mit einer Attacke. Dann gib ihm. Ich mache einfach mal. Ich mache mal eine normale Attacke. Mal gucken, wie das ausgeht. Ich mach mal eine 5er Meisterparade. Hast du eine Gucken, wie Vierer das Erschwernis, ausgeht. denk dran. Wie bitte? Ich krieg, also ich krieg doch eine Erschwernis? Nee. Dann ist die durchbinden, ja. Genau. Aber du bindest ja meine Waffe, ich pariere mit dem Schild. Ist egal, die Das ist nächste völlig Aktion, die du egal. machst, Ist ist zu egal, schwer okay. gegen ihn. Dann mache ich nur eine 2er Du Meisterparade. hast eine 5er angesagt. Es war, bevor mir die Interessiert Erschwernis mich verdeutlicht nicht. hat. Rosti! Was passiert jetzt? Jetzt habe ich es geschafft. Tod aus links. Tod von links. Mit, ja. Ja, Distanz gut. Klasse plus Piekst mich 6. mit dem Dolch. Bitte, gib her. Tod von links geht auch in der größeren Distanzklasse, richtig? Ja, geht. Hat eine 6er Erschwernis. Oh. Neue Runde. Achso, die beiden sind ja gar nicht mehr dran. Da bin ich schon wieder dran. Dann nehme ich mir doch einfach mal meine Masterparade und mache insgesamt eine 13er Finte. Göttergefällige. Okay, göttergefällige 12 Finte. Zum 5 erleichtert, machen wir 7. Yay! Oh, ist sogar ein Patzer! Wo ist denn die Tabelle? Ist die Ja, hier? Ja. dann musst du auf, genau, würfelt er automatisch Bleibt aber nur. Was stolpern, passiert dann beim Stolpern? verlierst du 1W6 oder ne, 1W6 Initiative. Und alle Aktionen der laufenden Runde. Stimmt, bei einem Patzer verliert man alle Aktionen der laufenden Runde. Ja, Nicht klar. bei Wasser, bei Jetzt Stolpern und bei ist deine Stürmen. Chance, gib ihm. Das war so ein schön aufgesetztes Ding und dann. Ja, da kam die 13er Es Ansage. wäre jetzt extrem unsicher, es wäre jetzt extrem unritterlich, wenn ich ihn jetzt schlagen würde. Auch das ist wahr. Es wäre sowas von extrem unritterlich. Kannst du Von mir noch Bein stellen? daher, ich stelle ihm schon die Waffe entgegen, sehe, dass er irgendwie auf dem Sand ausrutscht, trete aber selbst in einen Schritt zur Seite und warte, bis er sich fängt. Ich greife nicht an. Oh, ob er das verdient hat. Warum mich? Ich sortiere mich kurz neu. Ich gehe ihm einmal dankbar zu und Ich verbeug mich so leicht. Geh dann aber wieder in Kampfstellung. und dann geht's in aller Ruhe weiter. So, ich bin dann wieder dran, nehme ich an. Komm, Fintieren waren noch 6 nur. Ich habe so langsam Schiss. Ach. Ja, das hatte ich dann an der Leibänder. Gers. Ich mache einen. Ich kann keinen gezielten Stich machen. Na, ich mache eine normale Attacke. Ist sogar nicht pariert. Gibt Schaden. Trefferzone? Ja, wofür brauchst du eine Trefferzone? Nur um ihm zu sagen, dass mein Schild nicht Nicht. durchkommt. Gut. Ist er wirklich eine Büchse? Neue Runde oder hast du noch was? Dort von links vielleicht? Ich kann den Tod von links auch noch hinterherwerfen, ja. Ich will nochmal die 6er Finte, weil ich tue ja eh keinen Stich gegen den Mann. Gehen wir durch. Ah, kapiert, ich tue keinen Stich. Also wenn Kiaras clever wäre, würde er halt auf DKH kämpfen, ne?
Ich meine, auf DKH kann er auch seine Waffe nicht richtig anbringen. Ich kann meine Waffe dann auch nicht richtig anwenden. Ich habe schon mal geschaut, aber Halbschwert kann ich nicht benutzen mit einem Rapier, von daher... Das ist über Schwert dafür, es ginge das, aber bräuchte sie hier nebenan. Nein, das geht absolut nicht. Habe ich nachgeguckt, mit dem Rapier geht's nicht. Parier, Parier. Labbeln kannst du so viel du willst, aber du musst nebenher auch parieren. Ja, jetzt mache ich meinen gezählten Stich wieder. War das jetzt das Binden? Das ist automatisch geworden. Also wenn du eine Ansage machst, kann ich automatisch ein Binden drauf machen. Ach okay, ich habe nicht mal. Ja, mach weiter. Gut, dann bekomme ich wieder eine 7er Schwernis. Ja, ich bin um 4 erschwert. Machen wir also nochmal eine 4er Masterparade dazu. Muss ich nicht, okay. Dann nehme ich die Erschwernis, die ich schon eingetragen habe, direkt für die 8er Finte mit. Gehen wir durch. Du hast eine 8er Finte jetzt. Dann ist ja. Die Parade von Kiaras jetzt um 6 und 8 erschwert, also 14. Nee, weil er es nicht geschafft hat, ja. Ja, weil er hat ein Bindenmanöver angesagt. Das Binden ist erschwert um 6 und das Manöver nicht geschafft, plus deine 8er Finte ist eine Erschwernis um 14. Nee, das Binden hat er geschafft. Er hat den gezielten Stich, der darauf folgte, nicht geschafft. Ja, nicht geschafft. Achso, okay. Das ist eine 7 und 8, also eine 15. Das Schlimmste ist, er hat immer noch eine 50-50 Chance, das zu parieren. Okay, fast nicht ganz. So, aber keine Sorge, ich mache auch nicht viel Schaden. Ins rechte Bein. Wie hoch ist deine Konstitution? Örjan-Leder ist das, glaube ich, egal. Da kommen 2 Schaden durch. Ja, wow. Wir sind so gut für diesen Kampf, das wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Das sind beide total defensiv. Oder Rondrasil sagt gleich halt! Aber es gewinnt ja auch keiner, klar. So, du bist dran. Ja, ich tänze so ein bisschen zurück vor deinem Schlag. Guter Schlag. Komm dran, die ich euch endlich fertig machen kann. Ah, das wird lange dauern. Ja, ich greife ihn an. Masterparade 6. Masterparade nicht gelungen. Gib Schaden. Oha. Kurzer Hinweis, wie Kiaras noch gewinnen könnte, ohne dass sich das lange zieht. Weil der Kampfrichter kann nach 10 bis 30 Kampfrunden kann er den Kampf auch abbrechen. Das Entwaffnen eines Gegners oder das Zerbrechen der Waffe beendet den Kampf. Das wäre noch eine Möglichkeit, wie du den Kampf gewinnen könntest. Ich habe die Sonderfertigkeit nicht. So, Trefferzone, Kiaras. Komm nicht durch. Dachte mir. Gut, bin ich wieder dran? Ich bin wieder dran. Mach mal die 8er Finte, weil ich habe sonst nichts zu tun. Irgendwann wird schon einer knapp versagen. Zum Beispiel jetzt. Ich finde, hätte ich mir sparen können. Aber kein Patzer. Sehr schade. Schaden ist auch fast nichts. Ohne ist das rechte Bein. Du bist dran, gib mir. Yep. Nein, kann ich nicht modifizieren. Machen wir wieder die 8er Masterparade. Geschafft. So, machen wir insgesamt eine 16er Finte draus. Ja, verschenkt. Schade. Ja, ich muss weiter mit normalen Angriffen angreifen, wenn ich es nicht binde. Weil dein Attacke mehr zu scheiße ist. Mittlerweile steht auch einer der Turnierrichter, der euch eingetragen hat. Irgendwo neben Ömer und Rafim. Abel, mir und Isarun sind natürlich auch fertig und steht da mit dem Klemmbrett. Schaut sich das weiter an und überlegt gerade. Zählt ein paar Punkte. Attacke. Was für eine Attacke? Ungewandelte Attacke. Trifft, mal schauen. Hast du nicht noch eine zweite Parade? Nee, ich habe Master pariert. Oh. Neun, das könnte je nach Zone im Schwertarm nicht durchkommen, okay. So, machen wir jetzt die 16 nach hinten, also die 8 und die 8 aus der Meister. Schon wieder nichts? Was ist das? Gräst du an meinen Würfeln oder so? So, greif an. Komm, ich bin fertig. Mach wieder die 8er Masterparade. Ne, dann muss ich ja die Dinger mitnehmen, ich mache eine normale Parade. Der 8er Schwert ist schon genug. Ist sogar beides nicht gelungen, machen wir Schaden. Zweimal? Ja, die zweite Attacke hast. Ah, dann hätte ich ja gar nicht verlieren müssen. So,
Warte, Attacke ist das jetzt? Falsche Attacke. Das ist als erstes 10 auf den Torso. Komm nicht durch. Du bist ein Büchse. Sorry, aber du auch. So, neue Runde. Alles wieder auf 0. Achte Finte. Ja, komm, warum nicht? Das ist jetzt gewunden, ja? Das ist gewunden. Gib her. Das heißt, ich versuche wieder einen gezielten Stich. Gott, das ist die Wette. Wenn ich warte, dann muss ich nicht parieren, dann kann ich umwandeln. Haha. Ach nee, kann ich nicht, weil ich kann gar. So, Kieras, gib dein Chippy für die 20 aus und würfel nochmal. Ja, komm, ich gebe ihn aus. Ich hab den aber eh pariert. Ja gut, dann... Aber ich würde sagen, wenn den Chip für die 20 ausgibt, muss ich auch die Parade mal machen. Komm, gib her. Hm, wäre ein Treffer, wäre leider immer noch pariert. Immer noch pariert. Oh, neue Runde. So, letzter Angriff, danach bricht der Turnierrichter ab. Ich wink mal so einen Bediensteten her, dass der uns was zu trinken bringen soll. Dauert länger als gedacht. Ja komm, Finte 15. Leider nicht. Ja. Ich mach zwei normale Angriffe. Das ist einfach an. Würfel doch einfach mal den Schaden, du kommst doch da eh nicht durch. Das ist doch fürs Turnier vollkommen egal, ob er da durchkommt. Jeder weiß, dass man die Holzwaffen kennt und die Leute gehen doch immer davon aus, dass beim 4er bis 5er Rüstungsschutz nie etwas ernsthaft durchkommt, dass man Blutspritzen sehen kann. Außer bei einer 1. Der Turnierrichter hebt dann einmal auch die Arme, beendet das Ganze einmal mit so einer Geste. Stopp, alles klar, danke, ich habe genug gesehen. Wir werden hier diesen Kampf an dieser Stelle abbrechen. Ich werde die Punkte noch einmal durchzählen und dann den Gewinner bekannt geben. Ja, das war jetzt irgendwie sehr enttäuschend. Damit könnt ihr dann schwitzend zurück in eure Ecken gehen, beziehungsweise dann an Rafim und Ömer herantreten. Isaron und Abemir haben wohl auch gerade den Ring verlassen. Jalan muss da unter seiner schweren Rüstung, unter dem Helm erstmal ein bisschen zu Atem kommen. Stellt sich ein bisschen abseits in der Ecke, Helm abgenommen und keucht da ein bisschen, bis er da wieder zu Atem kommt. Ja, ich grinse breit. Puh, das war anstrengend. Wohl wahr. Bin ich der Einzige, der enttäuscht ist über Waffenkampf mit stumpfen Waffen? Ich hatte mir das irgendwie beeindruckender vorgestellt. Ich fürchte, ich und der Kapitän sind vielleicht keine guten Gegner gegeneinander. Sehr defensiv. Wenn der Kapitän nicht 50% Eisen wäre, wäre das Ganze vielleicht auch ein bisschen spannender. Ich meine, bei Isarun und Abelmir, da waren wenigstens einige gute Treffer dabei. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig und ich konnte wenigstens ein wenig entertainen. Nein, tatsächlich war das ein ganz interessantes Manöver, das ihr da angewandt habt. Müsst ihr mir bei Gelegenheit mal zeigen. Wahrlich, gerne doch. Ich komm dann auch langsam mal zurück. Garinor! Ich fürchte, Freund, hätten wir diesen Kampf zu Ende geführt, wir wären vorher zusammengebrochen. Ich glaube es auch, wenn ihr ja nur mal eine Sekunde stehen bleiben würdet. Nun, was soll ich sagen? Ich habe viel gelernt im Raya-Tempel. Offensichtlich auch tanzen. Oh. Ein wenig. Hat der Richter schon was gesagt? Ich war gerade etwas. Komm mal gegen den Helm. Noch nicht. Ich bin gespannt. Ihr habt zweimal gut mein Bein getroffen. Könnte vielleicht einen blauen Fleck geben. Dieses Zeug, das ihr da anhabt, ist aber auch zäher, als es aussieht, oder? Oh, natürlich. Und feuerfest. Sehr feuerfest. Erinnert mich dran, wenn wir gegen den nächsten Drachen ziehen müssen. Ja, gerne doch. Irian-Leder ist ein verdammt gutes Material, muss ich zugeben. Aber hässlich wie die Nacht. Was? Hässlich? Ich mag das Rot. So wird man wenigstens gesehen. Für sowas hat man für gewöhnlich einen Banner. Aber mir, wie lief es bei euch? Nun ja, ich habe wohl ehrlich verloren. Isarun ist wohl die bessere Kämpferin, aber das macht mir nichts. Ich habe nicht so ein Ego wie unser guter Herr Ritter.
Ihr seid ja, die ist ja schließlich auch von der Schwert und Stab. Nicht von der Stab und Stab. Ah, wahrlich, beeindruckend. Ah, ja. Schade, dass ich den Kampf verpasst habe. Nun, ich bin. In den nächsten Runden kommen wir bestimmt einmal zusammen. Oh, werte Fräulein von Spogelsen, darf ich euch zu eurem Sieg gratulieren? Alvan von Unterlatissen ist herangetreten. Aber natürlich. Vielen Dank. Verzeiht, dass ich mir euren Kampf gegen den Magister nicht ansehen konnte. Ich war leider verhindert. Ich habe mir einen grandiosen Kampf zwischen Danos von Luring und dem Weißen Ritter angesehen. Oh, was für ein Kampf. Ja, mein Weißen Ritter auf dem Feld. Ja, das war mir auch noch nicht bekannt. Er hat sich wohl bereits gestern gemeldet, ist allerdings selber zum Lanzenritt nicht angetreten und dementsprechend noch nicht in Erscheinung getreten. Aber heute ist er wohl dabei, ja. Und, wie wurde gekämpft? Nun ja, Danos als Ritterkönig hat ihn selbstverständlich besiegt, auch wenn es sehr sportlich zuging, muss ich sagen. Aber Danos von Luring tritt natürlich immer sportlich an. Er hat den Weißen Ritter natürlich etwas getestet und die Fähigkeiten getestet. Er war wohl etwas enttäuscht. Jetzt rätseln natürlich alle, wer dieser Weiße Ritter ist und ob er später im Finale gegen den Schwarzen Ritter bestehen kann, aber so wie er gegen den Hohen Herrn von Luring verloren hat, wird das wohl nichts werden. Steht das wohl schon fest, dass man ihn gegen den Schwarzen Ritter schickt? Das weiß ich nicht. Das ist natürlich ein Kampf, den man im Finale sehen möchte, aber nun ja, wenn der Weiße Ritter eben weiter so kämpft und zwei weitere Kämpfe verliert oder einen weiteren Kampf verliert, dann wird er wohl gar nicht bis ins Finale gegen angehen. Der Schwarze Ritter derweil hat wohl Hagrobald Gundwin vom Großen Fluss ziemlich verprügelt und wer wird ihn wohl stoppen können? Wenn wir Glück haben, muss ihn niemand auf dem Feld stoppen. Was meint ihr damit? Nun, so wie er die Leute verprügelt, könnt ihr euch doch sicherlich denken, dass der Schwarze Ritter nicht sehr, ritterlich ist. Nun ja, es darf natürlich auch mit scharfen Waffen gekämpft werden, aber solange er sie wohl nur im Ring verprügelt, ist es wohl ritterlich, auch wenn unwürdig, aber ritterlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit diesen Ritterregeln abläuft. Dies ist mein erstes Turnier. Natürlich. Ich würde zu gern sehen, wie Graf Luring gegen den Schwarzen Ritter kämpft. Das hätte etwas. Andererseits wäre ich ein wenig besorgt um Graf Luring, denn der Mann ist gut. Also der Schwarze Ritter. Na, das ist Graf Danos natürlich auch. Da habt ihr recht. Wo sind denn hier jetzt die Kampfrichter? Die Turniermarschälle. Ich glaube, zwei Boxen weiter steht einer. Soll ich ihn herbeiwinken für euch? Ich denke, wir lassen ihn in aller Ruhe erst einmal seine Punkte aufschreiben. Wie ihr meint, es war euer Kampf. Wisst ihr, wann die nächste Runde stattfindet? Wenn ich das richtig verstanden habe, in 20, 30 Minuten. So in dem Dreh, dass sich die Kämpfer wieder etwas erholen können, nachdem sie grün und blau geprügelt worden sind. Das ist gut. Mir tut mein linkes Bein erheblich weh. Ich gucke ein bisschen schuldbewusst. Ja, guckt nur. Das wart ihr. Ja, das kann ich wohl nicht abstreiten. Ach, unser guter Abend, wenn ihr das reparieren konntet, dann habt ihr es auch verdient. Unser guter Abemir hat aber auch eine Vergangenheit damit, wenn es darum geht, sich ungünstig in Schwerter zu werfen. Und ja. Die Geschichte habe ich noch nicht gehört. Das ist nicht zu erzählen. Falls es euch interessiert, Fräulein von Spogelsen, ich habe natürlich für euch einen großen Sieg errungen. Ich habe Falk vom Siebental, einen Koscher, ein Veteran aus den Orkenkriegen, habe ich besiegt. Für euch. Tatsächlich. Welch große Ehre. Habt vielen Dank. Mit welcher Waffe kämpft ihr denn? Ich werde kämpfen, wie es einem Vogt geziemt, mit dem Degen. Ja, eine interessante kleine Waffe. Immerhin errege ich damit Siege. Und ist es nicht wichtig, ob sie klein ist, sondern die Technik macht es. Ja, absolut, absolut. Zwinkert er dir zu. Und ich will doch das Können des Guten. Ich will doch das Können des guten Volk nicht in den Schatten stellen. Aber wenn ihr mal gegen einen richtigen Tobria kämpfen wollt, können wir das gerne in der nächsten Runde arrangieren.
Fordert ihr mich heraus? Mitnichten. Mitnichten. Ich biete es euch lediglich an. Klang schon nach einer Herausforderung für mich. Dann werde ich selbstverständlich annehmen. Den Ritter an der Seite meiner geliebten Fräulein von Spogelsen, den werde ich doch wohl noch besiegen dürfen. Verzeiht mir übrigens mein Lied, das mich gestern ereilt hat. Es ist mir wohl so durch den Kopf gekommen. Das habe ich des Öfteren und ich habe mich wohl vielleicht etwas im Ton vergriffen. Aber ich werde bis heute Abend daran arbeiten und später dann auf dem Ball, nachdem wir etwas getanzt haben, werde ich es euch noch einmal präsentieren. Ich freue mich darauf, es noch einmal in schöner Form zu hören. Ja, es war vielversprechend. Gerne. Ich werde mich jetzt auf den Kampf gegen den Herrn Greifenmund vorbereiten. Dann bis in ungefähr 30 Minuten. Er geht einmal zum Kampfrichter und ihr könnt dann sehen, wie er wohl mit seinem Degen gegen den Wappenschild von Jalan gegentockt. Ich gucke jetzt schuldbewusst Richtung Isarun. Der Herbst hat absolut keine Chance. Ihr habt einen Verehrer? Anscheinend, ja. Der Herr hat also gestern für euch nicht zu. Ja, sieht ganz so aus. Überraschend. Nun, hoffen wir einfach, dass er besser singt, als er fechtet. Hoffen wir, dass bald bekannt gegeben wird, wer gewonnen hat. Ich hoffe auf niemanden, denn ich will mein Silber gewinnen. Also verhalte ihn nicht allzu sehr, er möchte ja noch singen. Ich möchte mir das gerne anhören. Verzeiht, dass ihr warten musstet. Ich habe das Ganze noch einmal mit dem Herrmeister Rondrasil durchgesprochen. Ja, Turniermarschall. Er sagt zumindest, dass es einige Patzer auf beiden Seiten gab und er schenkt den Sieg, den Punkten nach dem Herrn Karinor. Ja! Ach, nee. Ja! Ja! Den Punkt, das war sehr knapp, aber dieses eine geht dann wohl an die Familie aus Alanfa. Und Karinor hat sich Ronrad gewählt. Ronrad gewählt. Ein guter Kampf, mein Freund. Gleichwohl. Aber nächstes Mal, um Himmels Willen, bleiben wir einfach beide stehen und ich weiß nicht, ringen das aus oder sowas. Das ist weniger anstrengend. Wie wäre es mit einem Kartenspiel? Da könnt ihr mich wohl für begeistern. Ja, finde ich mir knapp bei Kasse. Können wir das auch später verschieben mit dem Schulden zurückbezahlen? Was hältst du davon? Ich setze auf den komischen Sänger ein Silber und du setzt dann auf Jalan. Doppelt oder nichts. Ich soll schon wieder auf ein Verliererpferd setzen. Na gut, ich setze auf Jalan. Okay. Ich versuche immer nicht anklagend anzugucken. Immer schmunzelt. Also wenn ich mich recht entsinne, habt ihr in Neugomag ganz ordentlich Geld an mir verdient. Möglich? Ja, Geld besitzen und Geld dabei haben sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Außerdem, Jalan, du willst doch wohl nicht in dieser schweren Rüstung gegen den armen Sänger antreten. Das ist ja wohl total. Ach, bloß nicht. Helft ihr mir wohl mal mit dem Scharnier da hinten? Natürlich. Finger weg. Ich sollte den großen Ritter hier jetzt hier betütteln. Denn schließlich, ich glaube, ihr macht das falsch, damit er verliert. Ihr wollt euren Silber haben, ich sehe das schon. Zwei! Doppelt, mein Freund! Ja, ihr braucht doch auch kein Kettenhemd, Jalan. Ohne Rüstung. Das, mit diesem Kettenhemd kann ich wohl nicht antreten. Ich werde es bei der Unterkleidung belassen. Sehr gut. Ja, ich würde Jalan jetzt mal helfen, da seine schwere Rüstung auszuziehen und die dann auch tragen. Ja, ich helfe auch und trage so die Armschienen, wenn er die ablegen will. Ja, ich sortiere das so ein bisschen gegen die Platte. Ob da ein Degen wohl durchkommt? Deswegen lasse ich sie ja hier. Ich werde in der Unterkleidung antreten und dann hat der Mann doch hoffentlich eine Chance, wenn Rondre ihm holt, seinen guten Treffer zu nennen. Soll ich euch vielleicht fürs Gestampfe schon mal ein paar Heiltränke kaufen gehen, die Ruhe aber her? Kannst du mir welche besorgen, die garantiert ohne Magie gemacht werden? Oh, da weiß ich gar nicht. Ich glaube, Wirseltränke, die helfen euch bei der nächtlichen Regeneration, die kann ich euch kaufen gehen. Das sind reine Pflanzen, die nur zerkocht und irgendwie gekocht sind. Irgendwie. Ohne Alchemie, ohne Magie. Schmecken immer so bitter. Ach, naja, gut. Ein paar Mal wird's wohl gehen. Ich weiß nicht, was die kosten, aber immer hält mal die Hand auf. Ich hab kein Bargeld. Also ich hab Bargeld, aber das ist technisch gesehen gediehen.
Aber mir, habt ihr zufällig ein paar Münzen dabei? Ich glaube, ja. Ich habe nämlich von Sterrebrands immer noch nur die Wechsel. Ich glaube, ihr seid gut für ein Wechsel. Wie viel wollt ihr denn? Was kosten die denn? Ich weiß es nicht. Ach, gib dem Mann 20 Dukaten, das wird schon reichen. Soll ich davon so viele kaufen oder nur eine Portion Wissen? Ja, vier oder fünf. Ich meine, das Turnier geht ja nur noch vier Tage. Ich fische halt so im Geldbeutel rum und zähle so ein 20 Goldmünzen ab. Vielleicht auch Kleingeld noch, vielleicht noch. Und pack's in einen separaten Beutel und reich die Ömer. Hier, nehmt. Ja, Ömer nimmt ihn in die Hand, hält ihn in der Hand. Super, gut, dann zieh ich mal los. Rafi, wollt ihr mich eben begleiten? Aber jetzt ist doch das Duell. Es geht um zwei Silber, Ömer. Natürlich. Dann machen wir das erste Duell ansehen. Ja, klar. Du hast vollkommen recht. Sind die Pagen eigentlich auch da? Wenn ihr möchtet, ja. Ansonsten halten die sich so in der Umgebung auf, dass sie nicht mithören können. Kann ja mal sein, dass es irgendwas gibt, was geheim bleiben muss. Ich rufe die mal herbei. Also wenn Isaro nichts vorhat, lass die erst. Ja, also ich habe ja mitbekommen, dass Yalan gerade irgendwie kein Geld hat. Und dann winke ich die Pagen mal herbei und zähle denen jeweils 10 Heller in die Hand. Hier, das ist euer Lohn für den ersten Tag gestern. Danke, das ist ja nett. Und was ist, ich habe gestern keine Drogen genommen. Krieg ich noch was? Das ist dein Lohn. Ach so, dann kriege ich jetzt noch mehr von dem Ritter, ne? Nein, du kriegst das von mir. Okay. Dann kaufe ich mir was zu trinken oder so. Aber keinen Alkohol. Genau. Hier, schau, die Bediensteten laufen umher, da kannst du gerne einen Krug Wasser holen. Okay, ihr braucht mich jetzt gerade nicht? Nee, aber geh mit Rakudan mit. Ihr sollt immer zusammen rumlaufen. Außer wir schicken euch einzeln umher. Okay, danke. Bis später. Ihr solltet sie nicht aus den Augen lassen. Raffi, ich muss noch kurz austreten. Ich bin gleich wieder da. Und ja, aber nicht, dass du den Kampf verpasst. Natürlich nicht. Da bin ich pünktlich wieder zurück. Okay, wollte ihm gerade was über Ritter nicht ins Kampfverhalten erklären. Naja, gut. Wen möchtest du verfolgen? Die Kurze. Die Toprierin. Ja. Ja, okay, dann sie läuft gemeinsam mit dem Drakudan wohl aus der Rauls Arena raus, beziehungsweise dem hinteren Gebiet der alten Residenz und biegt wohl nach Norden ab. Folgen wir erstmal. Genau, kannst dann ein paar Straßen weiter folgen, geht ein bisschen nach Norden und dann bleibt sie dann bei einem Händler an der Taverne stehen. Der hat da wohl ein paar Sachen aufgebaut und anstatt, dass er sich was zu trinken holt, holt sie sich eine kleine Holzfigur. Eine kleine Ritterfigur. Geschnitzt. Ja, das beobachtet man. Man hofft ja, dass jetzt hier da nicht irgendwas Schlimmes bei rumkommt, sondern dass sie da wie Geld wie auch immer anlegt, aber zumindest, dass sie auf dem besseren Weg ist. Ja, nee, machen sie nicht. Also beide werden sie jetzt gleich ihre Gelder für Holzfiguren ausgeben. Die Kleine für eine Ritterfigur und der Junge für eine Magierfigur.